Lieben und willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute teste ich zwei Produkte von Amazon. Ich habe mir da zwei ausgewählt. Einmal ein Massagegerät, aber ein Handmassagegerät diesmal und einen Pinselreiniger. Ich habe mir die Produkte bewusst gewählt, da ich sehr viele Probleme mit Nackenschmerzen habe und meine Faszien extrem zu sind. Das heißt also an den Beinen und an den Armen, das schmerzt einfach, wenn man diese Faszienrollen benutzt. Und deswegen habe ich mir einfach dieses Gerät zugelegt und den Pinselreiniger, da ich die Pinsel einfach sehr, sehr unhygienisch finde, die ich zum Schminken benutze. Denn man macht die zwar immer wieder sauber, aber so richtig sauber werden die ja nie. Und dieses Pinselreinigungsset hatte jetzt eine super Bewertung bei Amazon und deswegen habe ich mir gedacht, probierst du das mal aus, testest es einfach mal und natürlich teste ich das Ganze mit euch, selbstverständlich. Und würde sagen, wir fangen auch gleich mit diesem Gerät an. Das wäre der Make-up Brush Cleaner. Der sieht so aus. Also das hier ist das Gefäß, worin man Wasser reinfüllt und den Pinsel reinigt. Und das Ganze, das Stäbchen sieht dann hier vorne so aus. Ihr kriegt das in diesem Karton hier, also relativ gut verpackt eigentlich. Und das Ganze ist dann halt in drei verschiedene Sachen unterteilt. Einmal das Gefäß hier, obwohl eigentlich sind es vier Sachen. Dann dieses Gerät, was ihr einschalten könnt. Und ihr hört es wahrscheinlich auch schon. Dann dreht sich das hier oben und dreht dann halt den Pinsel. Das hier ist mit dabei. Dann habt ihr diese Aufsätze dabei. Das sieht ganz lustig aus hier, denn da sind ganz viele kleine Löcher drin. Und die nehmt ihr ab und verwendet dann halt eben die passende Pinselgröße von euch dafür. Was ich ganz gut finde, denn man hat ja viele verschiedene Pinsel. Und man kann den dicksten Pinsel, der passt hier rein und der kleinste halt eben hier. Und da kann man halt sehr viele verschiedene Größen benutzen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Und als viertes Teil ist dann noch dieser Ring dabei, den man einfach auf dieses Gefäß hier oben drauf steckt, damit das nicht so doll rausspritzen soll und so. Und dann ja, ist das hier halt immer noch wie so ein kleiner Trichter und das Ganze spritzt halt an der Seite nicht so hoch. So, also ich habe das Gefäß hier, ich habe hier ein bisschen Wasser. Jetzt füllen wir das ein und zwar so viel, dass der Boden bedeckt ist und das Ganze ja vielleicht so 2 cm ungefähr unten drin ist. Und dafür füllen wir jetzt einfach mal das Wasser in das Gefäß rein. Ja, müsste ungefähr schon so gehen. So, genau. Also so ungefähr wird das hier eingefüllt und dann kommt ein Reiniger dazu. Man kann einen speziellen Pinselreiniger nehmen, kein Problem, aber man kann auch einfach ganz normales Haarshampoo nehmen, das habe ich sonst auch immer genommen, oder halt ein Gesichtsreiniger. Und den werde ich heute nehmen. Ich nehme von Nivea die sanfte Reinigungsmilch. Damit habe ich sonst auch immer gute Erfahrungen gemacht und die Pinsel riechen dann auch nochmal ziemlich genial. Und das werde ich dann jetzt auch mal noch da reinfüllen. Einfach so einen kleinen Klecks hier rein und ja, so, da ist dann so ein bisschen was drin. Und das Ganze ist dann schon so passend vorbereitet. Dann nehmt ihr einfach euren Pinsel. Ich habe jetzt zwei Stück ausgewählt, die bei mir relativ oft benutzt werden und auch relativ dreckig sind. Und die habe ich jetzt ausgewählt und werde jetzt mal versuchen, das zu reinigen. Wie gesagt, ich habe das Ganze noch nicht getestet. Ich habe mir nur vorher durchgelesen, damit es etwas schneller geht, wie man das Ganze verwendet. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht. Und wir fangen einfach mal mit diesem Pinsel an, da der ein bisschen ja, fluffiger ist und sich ein bisschen besser dehnen lässt. Jetzt müssen wir natürlich dann noch passend dazu eine Größe auswählen. Ich gucke einfach mal, wo der reinpasst. Hier zum Beispiel. Also das hier wäre jetzt so die perfekte Größe. Ich kann ihn hier mit ein bisschen Druck reindrücken, denn das Ganze soll ja auch halten. Und deswegen sollte der nicht zu locker da drin sitzen. Ich würde sagen, das Ganze hier hält jetzt auf jeden Fall ziemlich gut. Und wir machen das jetzt auf diese Halterung hier oben drauf. Die wird dann einfach hier oben reingeschoben und dann hat man den Pinsel einfach auf dieser Halterung hier mit drauf und kann das gleich verwenden. Ihr müsst hier hinten, wenn ihr das kriegt, eine Batterie einlegen. Ich meine eine. Ne, es sind sogar zwei. Zwei Batterien müsst ihr einlegen und ja, damit funktioniert das dann. Wenn ihr das einschaltet, dann sieht es so aus. Der Pinsel wird also sofort so gedreht und bewegt sich schon so. Und ja, probieren wir das Ganze einfach mal aus, würde ich sagen. Dafür nehmen wir jetzt den Behälter, nehmen den Pinsel, machen den hier rein, aber nur so, dass die Borsten unten gerade so in dem Wasser drin sind, steht da drin. Also man soll es nicht komplett reintunken, sondern nur gerade so ins Wasser halten. Und dann starten wir das Ganze, indem wir das einschalten. Oh Gott. Okay. Und dann ist er hier drinne und reinigt sich hier drin. Und ihr könnt das wahrscheinlich noch so ein bisschen am Rand entlang schwenken. Also wie gesagt, hier steht, seht ihr das, wie extrem der das nach außen biegt? Richtig genial. Also hier steht, man soll das ganz kurz eintunken.
Und das eigentlich auch nur so ein paar Sekunden lang. Und dann soll man hoch und runter mit dem Pinsel gehen und soll so ein paar Mal das eintunken und wieder hochgehen. Und dann soll das Ganze auch eigentlich schon gereinigt sein. Aber ich muss euch leider sagen, ich bin gerade noch nicht so ganz überzeugt von meinem Pinsel. Dann lasst ihr das hier oben so ein paar Sekunden noch hängen, damit das sich auspendeln kann und ein bisschen trocknen kann. Schaltet das Gerät einfach aus. Klopft es ein bisschen ab natürlich. Und dann soll euer Pinsel eigentlich bestens gereinigt sein. Also, so sieht es schon mal ganz gut aus. Aber ihr seht halt hier oben, ja, hängt halt immer noch Produkt dran, ne? Also so wirklich gut. Der riecht jetzt natürlich richtig genial, weil dieses Nivea-Zeug riecht echt gut, aber ich habe einfach immer noch Produkt an meinen Fingern. Heißt also, ich weiß nicht, wo diese tollen Bewertungen herkamen. Da stand drin, dass die Pinsel super gereinigt werden, aber irgendwie finde ich das überhaupt nicht. Ich male einfach mal hier so ein bisschen auf meinem Karton rum und dann können wir ja gleich sehen, wie das aussieht. Denn seht ihr das? Erkennt ihr das? Also wenn ich hier vorsitze, erkenne ich es auf jeden Fall. Mein Pinsel ist noch nicht richtig sauber geworden. Das ist jetzt aber schade. Denn es ist nicht so gut gereinigt, wie ich das dachte. So, also wer das von euch erkennen kann, ich zoome das ein bisschen ran hier. Das ist nicht gut gereinigt. Also hier ist komplett alles voller Produkt. Muss ich leider sagen, das ist totaler Mist und überhaupt nicht gut gereinigt, denn hier ist noch viel zu viel Produkt dran. Also da steht, man soll das wirklich nur ein paar Sekunden da reintunken und dann wäre das schon perfekt sauber. Der sieht jetzt nicht so schlecht aus, also er ist auf jeden Fall weißer als zum Anfang, aber das ist überhaupt nicht gut gereinigt, also wirklich nicht. Hier ist alles noch voller kleiner Staubkörner und alles ist noch voller Produkt hier oben. Und wenn ich mit meinen Fingern da durchgehe, dann ist hier überall extrem viel Produkt. Und das finde ich überhaupt nicht schön gerade. Bin ein bisschen enttäuscht. Also rangezoomt sieht das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber so wirklich gut sauber gemacht ist das jetzt nicht. Denn man hat überall noch hier an dem kompletten Rand noch das Produkt hängen. Und ich finde das jetzt nicht so doll. Und an meinen Fingern ist auch noch Produkt dran. Also so wirklich toll ist das jetzt nicht, muss ich leider sagen. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also es ist auf jeden Fall sauberer als vorher. Wenn ich zum Vergleich mal den anderen Pinsel dagegen halte, also so sah das vorher aus. Es ist definitiv sauberer, aber komplett sauber ist es leider nicht. Heißt also, das Produkt ist nicht so schlecht, denn es macht schon sauber, aber es macht nicht so sauber, wie es machen soll. Und es macht nicht komplett sauber, es reinigt also nicht alles. Da bleiben immer noch Rückstände und so will man das ja nicht haben. Man reinigt das komplett, damit es auch funktioniert und der Pinsel sauber ist. Also er ist auf jeden Fall etwas sauberer, aber irgendwie nur der gröbste Dreck ist da weg. Nicht der komplette, sondern nur das gröbste. Tja, und ich bin jetzt leider ein bisschen enttäuscht, da ich dachte, die Bewertungen waren wirklich perfekt. Also es war fast nur positive Bewertung dabei. Und jeder hat gesagt, der reinigt super, der reinigt so toll. Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir versuchen mal noch den anderen Pinsel, den ich hier habe. Wenn ich das Teil hier nochmal abbekomme. Oh, jetzt habe ich meinen Pinsel schon kaputt gemacht. So, den haben wir ab. Und würde sagen, da das die gleiche Größe ist, verwenden wir den einfach nochmal für den anderen Pinsel hier. Ich mache das mal hier drauf und dann einfach auf das Stäbchen nochmal mit drauf und probiere es einfach nochmal, ob das jetzt funktioniert oder vielleicht an dem anderen Pinsel lag. Und wir starten das Ganze einfach nochmal, tunken das wieder so rein. Ich versuche einfach mal das Ganze ein bisschen länger drin zu lassen, vielleicht hilft das ja. So, also jetzt hatten wir das Ganze schon wesentlich länger drin als eben. Ja, und ihr seht, hier ist also jetzt wirklich relativ wenig sauber geworden. Ich lasse das kurz nochmal in der Luft ein bisschen abtropfen. So. Und zwar sieht das Ganze so aus.
Es ist super matschig und wenn ihr meine Finger anguckt, hier ist einfach Produkt drauf. Also ich weiß nicht genau, wie ich das bezeichnen soll. Bei jedem Pinsel war es ja jetzt noch eine absolute Katastrophe. Also wenn ihr den Unterschied seht, hier der wurde wenigstens etwas sauberer als hier der. Jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen die Verwendungszwecke dieser beiden Pinsel klären. Diesen Pinsel verwende ich, um ein Giorgio Armani Make-up aufzutragen. Also ein ziemlich gutes Make-up, was auch sehr gut deckt. Das trage ich hiermit auf und ihr seht, da geht sehr wenig Produkt von dem Pinsel ab. Und hier den Pinsel verwende ich eher, um mein Make-up zu verblenden. Das heißt also an den oberen Stellen, hier an den Haaren und so, gehe ich halt mit diesem Pinsel nochmal drüber, um das Ganze ordentlich zu verblenden und halt gut zu verteilen, damit da keine Ränder entstehen. Heißt also, der hier ist nicht so extrem in Gebrauch wie hier der. Aber das bedeutet, die Pinsel, die wirklich mit Make-up sehr viel in Berührung kommen, werden nicht so gut gereinigt. Und ja, das würde ich als Minuspunkt sehen, denn hier drin ist einfach noch alles komplett voll mit Make-up. Und wenn ich so drüber gehe, habe ich das einfach komplett an meinem Finger dran und das ist ein No-Go. Heißt also, die Bewertung bei Amazon kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen. Den Pinsel hier finde ich relativ gut gereinigt und hier den einfach nicht. Also man kann den für Puderpinsel oder sowas nehmen, für Lidschattenpinsel, aber dafür kauft man dieses Produkt ja nicht. Man holt sich dieses Produkt, um ja, einfach die Pinsel zu reinigen und wenn die nicht sauber werden, macht das keinen Sinn. Heißt also, jeder, der nur Puder benutzt, dafür kann man es super nehmen. Also hier, der ist ziemlich gut sauber geworden. Es sind noch einige kleine Stellen, die halt nicht sauber sind, aber dafür kann man es auf jeden Fall verwenden. Und für Make-up würde ich das Produkt eher nicht so empfehlen und würde sagen, das ist dafür eher ungeeignet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Produkt Nummer 2 über. Ich denke mal, das wird mich nicht enttäuschen, denn ja. Das letzte Massagegerät, was ich über Amazon geholt habe, war ebenfalls ein absolutes Top-Produkt. Und hier, das ist halt so ein Handgerät und ich denke mal, das wird ebenfalls gut werden. So, kommen wir zu Produkt Nummer 2. Und das sieht vom Äußeren her, wie ich finde, schon sehr hochwertig aus. Das wäre dieses Handmassagegerät hier. Das sieht ein bisschen wuchtig aus, ist aber gar nicht so extrem. Und es sieht eigentlich relativ hochwertig aus. Von Nipo ist das. Hat hier nochmal so einen Wärmeknopf drauf. Wenn man den drückt, kann man entweder kalt oder warm damit massieren. Für hier oben drauf hat es verschiedene Aufsätze. Einmal dieser abgerundete Aufsatz hier und dann haben wir noch zwei weitere Aufsätze dabei. Also es sind insgesamt 3 Stück. So, einmal ein ganz runder Aufsatz. Einmal einer, der hier vorne so eine kleine Spitze hat, damit das Ganze etwas spitzer mit noch in die Muskulatur mit reingeht. Und einmal dieses Gerippte hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Föhnaufsatz. Diese 3 Aufsätze hier hat man dabei. Man nimmt die und dreht die einfach auf das Produkt. Ganz leicht, ganz easy vorne drauf. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, bis es fest ist und hat es dann hier drauf. Hier unten hat man eine Einstellung, wie stark man das haben will und zum Einschalten natürlich. Einfach so ein Rädchen, was man nach oben dreht. Ihr hört auch, wenn das angeschaltet wird, macht es so einen Klack. Und dann ist das angeschaltet und dementsprechend funktioniert das dann auch. Und ich würde sagen, wir testen das einfach mal, denn ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nur Gutes darüber gehört und mein Freund hat es auch schon vor mir getestet. Er fand es super. Ich habe es bis jetzt noch nicht getestet, werde es aber jetzt mit euch tun. Und die Anleitung ist Gott sei Dank auf Deutsch. Denn die von dem Pinselreinigungsset war einfach nur auf Spanisch oder auf Englisch. Ich meine, Englisch ist jetzt auch kein Problem für mich, aber man freut sich natürlich, wenn das Ganze auf Deutsch ist, denn es ist dann ein bisschen leichter. So, das Gerät ist jetzt eingesteckt. Ihr seht hier oben, das leuchtet auch direkt. Ich hoffe, ihr seht es zumindest. Wenn ihr hier oben nochmal drauf drückt, auf diesen Knopf hier oben, dann schaltet sich das aus. Das ist einmal die Wärmestufe und einmal kalt. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal warm. Und hier unten kann man das einschalten. Und ihr hört, das ist die höchste Stufe. Und das ist schon relativ extrem. Oh, aber es tut schon richtig gut, wenn man hier schon so drüber geht. Und dann kann man das halt eben dementsprechend etwas leichter einstellen. Und ich würde einfach mal sagen, ich teste das direkt mal an meinem Nacken. Auf mittlerer. Ja, mittlerer Stufe. Wende das hier an und oh, oh mein Gott. Oh, das ist wie dieses Massagegerät, wo man sich reinsetzen kann. Wie dieser Massagestuhl, kennt ihr den? Den man in so Kaufhäusern sich reinsetzen kann. Also es ist sehr extrem, wenn man das auf die mittlere Stufe stellt. Ich bin ja eher so ein kleines Zimperlieschen, was es total extrem findet. Aber es ist genial. Es tut so gut. Ich muss es nur, glaube ich, etwas leichter stellen.
mich ist das ein bisschen zu hart. Und dementsprechend kann man sich dann überall mit diesem Massagegerät massieren. Und ich finde das super angenehm am Rücken. Oh, das ist so cool. Also das hier ist noch ein besseres Gerät als das andere, das Nackenmassagegerät, was ich euch schon vorgestellt habe. Ich blende euch das oben nochmal ein, denn das war auch ein gutes Gerät, aber hier das Gerät finde ich irgendwie viel besser, weil man ist nicht so daran gebunden, nur den Nacken massieren zu lassen, sondern man kann sich auch komplett massieren lassen. Egal wo, man kann seinen Arm nehmen oder man kann seine Beine nehmen und kann sich überall massieren. Jemand anderes kann dich massieren und du hast einfach ein richtig geiles Massagegerät und ich finde das richtig cool. Das Ganze ist einfach super angenehm und ich finde das echt gut. Ich guck mal, ob ich... Ja, ich könnte mir sogar über die Haare gehen. Da würde nichts passieren, da würde sich nichts verhaken oder so. Das ist mir auch immer wichtig, wenn da meine Haare drin hängen würden, wäre das nicht mehr so angenehm. Also ich finde, das Gerät ist wirklich toll. Es ist ein bisschen schwerer, also es ist jetzt nicht so klumpig, wie es aussieht. Es ist schon was schwerer, aber es ist wirklich handlich, es hat hier so ein Kabel dran und... Ihr schaltet das halt hier oben direkt ein und aus. Jeder kann euch massieren. Ihr könnt euch damit selber massieren. Ihr kommt hinten den Rücken runter. Ihr könnt am Nacken, an den Beinen, an den Armen. Es ist einfach cool, weil man damit überall hinkommt. Und weil das so ein richtig hochwertiges Design hat. Also es ist wirklich hochwertig. Hier vorne ist schon ein bisschen warm. Also es wird wirklich sehr warm. Und es sieht einfach toll aus. Es ist jetzt nicht so billig verarbeitet. Es war auch nicht so teuer. Ich blende euch den Preis wieder ein. Und das hier ist ein Top-Produkt. Dafür, dass die Pinsel mich so enttäuscht haben, ist das hier ein richtig gutes Produkt. Also wirklich, das hier gefällt mir super. Das finde ich echt geil. Und ja, das war's wieder mit meinem Produkttest. Ich habe mich speziell, wie gesagt, für diese beiden Produkte entschieden, wurde von dem einen natürlich ein bisschen enttäuscht. Finde es jetzt ein bisschen doof, dass es halt nicht so wirklich funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall mit den anderen Pinseln nochmal ausprobieren. Werde dann nochmal unten reinschreiben, ob die vielleicht besser gereinigt wurden, obwohl ich nicht davon ausgehe, leider Gottes. Und ich denke einfach mal, dass das, ja, ich habe es schon ein bisschen befürchtet, weil ich mir noch nie so sicher war. Habe aber gedacht, du testest es mal und leider bin ich, ja... nicht ganz so angetan. Also es ist, wie gesagt, für Pinsel, die zum Pudern genutzt werden oder für Lidschatten ist es toll. Aber ansonsten für Make-up-Pinsel ist es überhaupt nichts. Und da muss ich ja dann selber wieder ran, muss selber wieder reinigen. Und dann weiß ich halt nicht, ob sich das lohnt, so ein Gerät zu kaufen. Oder ob ich das halt dann eben halt direkt alles selber machen kann. Also von daher weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Aber das hier ist auf jeden Fall ein super Gerät. Und da hat mein Freund echt recht gehabt. Das ist ganz toll. Und kann man super verwenden. Ich konnte jetzt in letzter Zeit eher weniger Videos hochladen, aber ich werde ab jetzt wieder regelmäßiger Videos hochladen. Hab mal wieder einige neue Themen ausgesucht. Es wird jetzt viel mit Kleidung kommen. Primark wird auf jeden Fall nochmal kommen. Es werden verschiedene andere Hauls kommen und es gibt wieder so viele Pläne und da werden einige Dinge auf euch zukommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!